In diesem Video schauen wir uns an, wie man seinen RAM im Notebook oder Laptop erweitern kann, was es dabei zu beachten gibt und was das ungefähr kostet. Der erste Schritt ist nachzuschauen, ob man überhaupt erweitern kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das nachzuschauen. Entweder wir schauen einfach in den Hardware-Spezifikationen des Herstellers. Das blende ich euch hier mal von meinem Laptop ein, das ist ein Lenovo-Laptop. Und hier ist angegeben, dass es eben zwei Bänke gibt für den RAM und auch welche Anschlussart das ist. Damit habe ich dann in der Regel auch schon den zweiten Schritt erledigt, nämlich herauszufinden, welche RAM-Bänke kompatibel sind und welche überhaupt dann in Frage kommen entsprechend für den Kauf. Bei Lenovo ist es sogar so, dass es eine Liste mit kompatiblem RAM gibt, an der kann man sich einfach orientieren und die kann man entsprechend nachkaufen. Wenn der RAM aber auch ansonsten die Spezifikationen erfüllt, kann auch der nachgekauft werden. Der Hersteller Crucial zum Beispiel hat eine Kompatibilitätsliste auf seiner Webseite. Da gibt man einfach das Modell ein, also bei mir Y5070, und dann bekomme ich die SSDs und RAM-Speicher angezeigt von Crucial, die entsprechend kompatibel sind. Bei mir war das Ganze relativ einfach. 8 GB waren schon verbaut und es war noch ein Slot frei. Das ist natürlich das, was ihr auch in Erfahrung bringen müsst, sind bei euch schon beide Slots belegt, wenn ihr denn überhaupt zwei habt. Jetzt müsst ihr euch natürlich überlegen, wie es bei euch dann ausschaut, wenn ihr nur einen RAM-Slot habt. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als den bestehenden zu ersetzen, wenn ihr erweitern wollt. Habt ihr zwei Slots und einer ist frei, könnt ihr den identischen Speicherriegel, der schon drin ist, nochmal kaufen. Ist das keine Option für euch, zum Beispiel weil es den gar nicht mehr zu kaufen gibt, dann würde ich euch empfehlen, ein Kit zu kaufen. Das hat den Vorteil, dass man Dual Channel beim RAM nutzen kann. Ich hatte einen Slot frei, konnte mir also den Riegel mit 8 GB, der drin war, einfach nochmal kaufen und hatte damit den Vorteil erstens, dass ich mehr Speicher zur Verfügung hatte und zweitens, dass jetzt auch Dual Channel genutzt werden kann. Hier halte ich mal beide RAM-Riegel in die Kamera. Das Einzige, was auffällt, ist, dass der eine in China produziert wurde und der andere in Korea. Ansonsten scheint auf den ersten Blick alles identisch zu sein. Der Einbau ist eigentlich relativ einfach. Ich bin aber wieder mal auf ein Hindernis gestoßen. Den unteren Riegel, der die ganze Zeit schon verbaut war, den kann ich einfach einlegen, nach unten drücken und dann rasten an der Seite zwei Metallhäkchen ein. Beim zweiten Riegel hatte ich da schon mehr Probleme. In der Detailansicht sieht man, dass der nicht tief genug drinsteckt und diese Metallhäkchen dann an der falschen Stelle sind. Ich habe jetzt ewig rumprobiert und habe mich eigentlich davor gescheut, den mit Gewalt reinzupressen. Auf der unteren Bank ging es ja vorher auch problemlos. Es hat aber alles nichts genutzt und ich zeige euch jetzt im Video nochmal den Vergleich, wie einfach der unten reingeht und wie schwierig der oben reingeht. Am Ende musste ich wirklich einen Druck ausüben von oben, sodass ich den reinschieben konnte. Und dann hat es auch mit dem Runterdrücken geklappt. Jetzt hatte ich die Befürchtung, dass da vielleicht irgendwas schief ist mit diesen Bänken oder generell jetzt ein Problem auftritt, weil vielleicht die Kontakte nicht richtig greifen. Und das wollte ich natürlich ausschließen. Zu meiner Überraschung gibt es da ein Programm von Microsoft zu, das habt ihr auf eurem Windows 10 schon vorinstalliert. Und das testet relativ schnell, ob der RAM fehlerfrei läuft. Und deshalb würde ich euch das empfehlen, auf jeden Fall nach so einer Installation einmal auszuführen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Um das Ganze jetzt zu testen, habe ich das Windows-Ausführen-Fenster geöffnet. Das könnt ihr nachmachen, indem ihr die Windows-Taste und R gleichzeitig drückt. Und hier gebe ich jetzt folgenden Befehl ein. Den schreibe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Mit Enter bestätige ich das Ganze. Und jetzt werde ich gefragt, was ich tun will. Wähle ich das erste aus, wird sofort neu gestartet, ohne weitere Rückfrage. Das heißt, alle Programme, die ihr offen habt, sollten geschlossen sein und alles sollte gespeichert sein. Beim letzteren müsst ihr selber den Neustart auslösen und beim nächsten Hochfahren wird dann getestet. Der Test läuft dann innerhalb von wenigen Minuten durch und man bekommt immer einen aktuellen Status. Das einzige Problem ist, sobald der Test durchgelaufen ist, fährt er wieder hoch. Das heißt, ich kann den Status bis zum Ende zwar sehen, aber das endgültige Testergebnis, das sehe ich nur für Bruchteil von Sekunden. Also das kann ich mir hier nicht anschauen. Um nach dem Hochfahren zu sehen, ob der Test erfolgreich war, habe ich hier wieder das Ausführenfenster mit Windows R geöffnet und gebe dann diesen Befehl ein. Der steht für den Event Viewer oder auf Deutsch die Windows Ereignisanzeige. Das Ganze bestätige ich hier wieder einmal mit Enter und dann öffnet sich die Ereignisanzeige. Was mich jetzt interessiert, sind die Windows-Protokolle und hier gehe ich einmal unter System. Da bekomme ich viel Zeug, das mich jetzt gar nicht interessiert. Ich drücke jetzt einmal STRG F, glaube ich war es. Ne, ich klicke hier rein, drücke STRG F und gebe hier mal Memory an. So, und da gibt es hier den Punkt Memory
Diagnostics Result. Und genau der interessiert mich jetzt. Und hier steht drin, der Arbeitsspeicher des Computers wurde von der Windows-Speicherdiagnose überprüft und es wurde kein Fehler gefunden. Ja, das wollte ich doch wissen. Also, den Test ausführen und dann mit der Ereignisanzeige sich das Ergebnis nochmal anzeigen lassen. Ich habe auch nochmal einen schnellen Benchmark gemacht. Das Ergebnis zeige ich euch hier in dem Screenshot. Es gibt auch ausgefeiltere Tools wie zum Beispiel Memtest, das in der professionellen Version Geld kostet. Ich habe das einfach mal von einem USB-Stick gebootet und auch da wird einfach auf Fehler geprüft und auf Performance geprüft. Keine der Tests hat bei mir also irgendeinen Fehler festgestellt, von daher Operation gelungen, Patient tot. Ich freue mich jetzt über meine 16 GB RAM und freue mich jetzt hoffentlich, dass dieses Video ein bisschen schneller rendert, denn das war die Intention, warum ich mir den RAM gekauft habe. Eine Frage ist jetzt aber noch offen, die klären wir noch. Die Frage nämlich nach dem Preis, was darf sowas kosten? Naja, RAM ist schon mal prinzipiell relativ günstig geworden. Bei mir hatte ich die optimale Situation, dass ich den bestehenden RAM-Riegel einfach weiterverwenden kann und einfach einen identischen nochmal kaufen kann und ich also so nur einen RAM-Riegel zusätzlich kaufen musste. Bei euch kann es natürlich vorkommen, dass ihr beide RAM-Riegel ersetzen müsst, je nach Konstellation. Für die 8 GB habe ich bei Amazon 35 Euro bezahlt. Große Preisvergleiche muss ich da auch gar nicht anstellen, weil ich ja wie gesagt schon einen drin hatte und den identischen kaufen wollte, also ich werde jetzt nicht anfangen groß zu vergleichen. Vorhin habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr bei Crucial nachschauen könnt, was das kostet. Das wäre also auch mal ein Blick wert. Ansonsten mag ich eigentlich die Seite Geizhals ganz gerne. Die mag ich deshalb ganz gerne, weil ich nämlich hier anfangen kann zu filtern und nur die Module angezeigt bekomme, die für mich in Frage kommen. Ich versuche jetzt mal mit dieser Filtermöglichkeit auf meinen RAM zu schließen. Und tatsächlich, nur durch Filtern der Spezifikationen konnte ich auf meinen RAM auch einen Rückschluss ziehen. Den gibt es also hier auch nochmal bei Geizhals im Preisvergleich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich zum einen über ein Abo, aber zum anderen natürlich auch, wenn ihr über die Amazon-Links in der Videobeschreibung euren RAM kaufen würdet.